Unsere Welt ist das, was unsere Gedanken aus ihr machen. Das bedeutet für Sie als Coach, achten Sie mal auf die Glaubenssätze von Ihrem Coaching-Klienten. Schauen Sie auf seine inneren Dialoge. Man nennt das auch Selbstverbalisation. Es kann zum Beispiel sein, dass Ihr Coaching-Klient den inneren Glaubenssatz hat: Jeder hier bei Siemens sägt an meinem Stuhl. Es könnte aber auch sein, der innere Glaubenssatz ist: Meine Leistung als Führungskraft hier bei Siemens wird von allen Mitarbeitern sehr geschätzt. Beides sind Glaubenssätze, die natürlich immense Auswirkungen haben auf den Führungsalltag, auf den Führungsstil, auf das Führungsverhalten von Ihrem Coaching-Klienten. Machen Sie Ihrem Coaching-Klienten bewusst, welche inneren Glaubenssätze er hat, und erarbeiten Sie mit ihm gemeinsam hilfreiche und realistische Glaubenssätze. Viel Erfolg dabei!